Denn die Dinge, die wir erleben, die begleiten uns. Und es ist letzten Endes ja der Geist, der unseren Körper formt. Stresssituationen, auch Belastungen, nicht während der Schwangerschaft, aber auch schon wahrscheinlich bei der Zeugung, gehen dann auf das Kind weiter. Was die derzeitige Weltsituation dann auch für das kollektive Bewusstsein der Menschen in den späteren Generationen bedeutet, das wird man sehen. Eine Auswirkung hat es sicher. Und wenn man dann natürlich RNA-Stücke verwendet und man weiß ganz genau, welche RNA-Stücke zum Beispiel für die Psyche verantwortlich sind, nicht? Und man gibt die hinein und macht flächendeckend hier eine Impfung von oben quasi, nicht? Dann ist der Ameisenstaat tatsächlich da. Liebe Zuseher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Heute nicht wie gewohnt aus dem Studio, sondern aus einer Wiener Arztpraxis. Nämlich der Praxis des berühmten Mediziners, Theologen und Bestsellerautors Professor Johannes Huber. Mit ihm spreche ich heute über das erbliche Schicksal, über die großen Chancen, die wir dadurch haben, aber ebenso die Gefahren, die es für uns birgt. Herr Professor Huber, vielen Dank, dass wir bei Ihnen in der Praxis sein dürfen. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, Sie Mediziner, greift ein bisschen zu kurz, dass Sie überspannen ja einige Disziplinen. Sie sind Gynäkologe, Endokrinologe und Reproduktionsmediziner, sowie eben auch Theologe, wie ich eben erwähnte. Und diese Fachdisziplinen übergreifen sich auch in Ihren Büchern. Also Sie schlagen da eine Brücke und damit entstehen ganz neue Perspektiven und neue Sichtweisen und Verbindungen. Das wollen wir heute auch versuchen in dem Interview. Gerne, ja. Und wir starten jetzt mit einem Thema der Epigenetik, das Sie auch gerne in Ihrem Buch immer wieder erwähnen und darauf zurückgreifen, auf die neuesten Erkenntnisse. Zum Beispiel in dem Buch Die Anatomie des Schicksals. Da schreiben Sie, Schicksal ist ein großes Wort. Familie kommt dem schon ziemlich nahe. Können Sie das näher beschreiben? Ja, als im Juni 2000 das menschliche Genom dechiffriert und dann letzten Endes auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, dachte man, dass man das Lesebuch des Lebens entdeckt hat. Da ist alles drinnen und da können wir dann die Diagnosen fällen von Erkrankungen oder auch von Problemen des Körpers. Und dann relativ bald ist man darauf gekommen, dass es hinter dem genetischen Code noch einen anderen Code gibt, nämlich den epigenetischen Code, der so etwas ist wie die elektrische Ladung dieser Perlenkette, aus dem ja das Genom besteht. Und diese elektrische Ladung wird permanent verändert, vor allem natürlich während der Schwangerschaft, aber auch schon vor der Schwangerschaft, vor der Zeugung, in den Keimzellen der Eltern und während des Lebens. Und das ist der Grund, warum also das Ambiente, die Umwelt, letztendlich auch das, was wir machen, dass das uns prägt. Wir werden eingefärbt und diese Einfärbung begleitet uns ein ganzes Leben lang. Sie sagen ja auch, dass eben auch die zwischen Mutter und Vater, also der Mutter und der Vater, dem Vater der Kinder, ja, dass da auch eine genetische Verbindung entsteht durch die Kinder eben. Was könnte das für Auswirkungen haben, diese ganzen genetischen, epigenetischen Verbindungen dann innerhalb einer Familie? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, das ist ein ganz besonderer Aspekt, nicht? Wenn man schwanger ist und man möchte wissen, ob das Kind in Ordnung ist, hat man früher eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, nicht? Heute genügt es, dass man Blut abnimmt und aus diesem Blut kann man die Zellen des Kindes identifizieren und auch diagnostizieren. Und diese fetalen Zellen zirkulieren im Körper der Frau über viele Jahre, möglicherweise ein Leben lang, regenerieren auch die Frau, das Kind mit seinen Zellen. Nur diese Zellen sind ja teilweise auch vom Vater. Anders ausgedrückt, Vater und Mutter bleiben zellverwandt. Ob sie es wollen oder nicht, ob das politisch korrekt ist, das so zu sagen, das kann man nicht lösen. Kein Standesamt kann das lösen. Die Zellen des Vaters oder die DNA, besser gesagt, des Vaters, bleibt in der Mutter erhalten und zirkuliert dort weiter. Und das ist natürlich schon ein Bild, dass die Familienbande, die Blutsbande,
die sind vorhanden und die kann man nicht so kurzfristig abschaffen, wie jetzt manche politischen Strömungen das wollen. Nicht? Das ist von der Natur sanktioniert, das ist von der Natur so eingerichtet und keine politische Partei hat die Kraft, das zu eliminieren. Was hat denn das aber für Auswirkungen auf, wenn man sagt, man hat da genetisches Material drin, wie kann man sich denn das vorstellen? Inwiefern leitet uns das oder beeinflusst uns das? Naja, da könnte man abendfüllend darüber sprechen. Ein Punkt ist natürlich schon sehr interessant, nämlich die kindlichen Zellen, die in der Mutter dann weiter zirkulieren, die helfen der Mutter auch nicht. Und wenn zum Beispiel ein Kaiserschnitt war, gehen diese kindlichen Zellen, die im mütterlichen Blut zirkulieren, dorthin, wo die Wunde ist, nicht, und beginnen diese Wunde zu reparieren. Und das ist auch der Grund, warum es den Frauen auch nach dem Kaiserschnitt eigentlich relativ bald gut geht. Es ist nicht nur die Freude am Kind, sondern auch, weil die kindlichen Zellen hier assistieren. Oder manche dieser Zellen gehen in die Brust der Mutter und beginnen dort an der Milchsekretion sich zu beteiligen. Das heißt, das Kind kann mit seinen eigenen Zellen die Galaktorö, also die Bildung der Muttermilch, mit steuern und einen Beitrag leisten. Und dann, wenn die Frau abgestillt hat, dann werden aus diesen mütterlichen, aus diesen kindlichen Zellen werden mononukleare Zellen, das heißt Immunzellen. Und das ist einer der Gründe, warum Frauen, die viele Kinder zur Welt hatten, eigentlich sehr geschützt sind gegen den Brustkrebs. Also man könnte abendfüllend hier darüber sprechen. Es gibt viele Beispiele und das ist eine neue Wissenschaft, muss man sagen, nicht? Mikrochimerismus nennt sich das. Und das gehört zu dem holistischen, zu der neuen holistischen Interpretation der Frauenheilkunde. Wie Sie ja sagten, wirkt sich das ja, also wenn man genetisch miteinander verbunden ist in der Familie und das ein Leben lang, wirkt sich das ja eben aus, haben wir gerade gesprochen. Das heißt auch, wenn man gewisse Probleme hat im Leben, die immer wieder kommen zum Beispiel, oder Muster, und man fragt sich, woher kommen die, dann sollte man wahrscheinlich mal die Familie anschauen, nicht nur die eigene Kindheit, wie sie oft in der Therapie gemacht wird, sondern ja, vielleicht noch weiter zurück oder die Ahnenkette mal durchforsten, weil das so lang einfach immer wieder wirkt. Das ist richtig. Und da kommt ein anderer Mechanismus neben der Epigenetik auch ins Spiel, nämlich die RNA-Biologie, die ja jetzt also sehr aktuell geworden ist. Wir wissen, dass wir in unserem Körper nicht nur die DNA haben, die RNA, die dann in Proteine umgesetzt wird, die wird weiterverarbeitet. Und kleine Stücke dieser RNAs sind an der Regulation von Genen weiter beteiligt. Und das Interessante ist, dass diese RNA-Stücke in die Keimzellen gehen und damit letzten Endes auch in den Keimzellen schon weiter vererbt werden. Wir wissen zum Beispiel, dass Männer, wenn sie sehr depressiv sind, vor der Zeugung, dass diese Depression sich an das Kind weiterentwickeln kann, weitergegeben werden kann. Sportliche Aktivität des Vaters zum Beispiel, nicht vor der Zeugung, wird über die MikroRNA nicht nur im Gehirn des Vaters, der Sport betreibt, gespeichert, sondern auch in den Keimzellen, in den Spermien. Und das wird dem Kind ebenfalls transportiert. Also es gibt da eine unglaubliche Brücke zu unseren Vorfahren, könnte man fast sagen. Deswegen müsste man den Vätern sagen, Väter, lebt gesund, bevor ihr das große Werk der Zeugung angeht. Sie haben jetzt gerade vorher auch und jetzt nochmal, sage jetzt entfernt zumindest, angesprochen, eben die Verbindung der Familie, aber gleichzeitig die Zerstörung, beziehungsweise Sie haben politische Bestrebungen angesprochen vorhin. Es wird ja oft von gewissen Seiten behauptet, die Familie sei nur ein soziales Konstrukt und das ist eigentlich überholt und sollte ja überwunden werden. Da schreiben Sie ja sehr stark dagegen an und weisen auf die Gefahren hin. Was sind denn so die Gefahren, die Ihrer Meinung nach durch diese Vereinzelung und Zerstörung der Familie entstehen? Vor allem, dass sich dabei Menschen zu Wort melden, die völlige Biologie-Atheisten sind. Die kennen sich überhaupt nicht aus, sind derartig unbelesen als Politikerinnen und Politiker, dass einem schon Angst und Bang wird. Und ich gebe Ihnen nur ein kleines Beispiel, das das zeigen soll. Für die Evolution ist die Erhaltung der Art das wichtigste Gut, nicht? Und für diese Erhaltung der Art hat es Mechanismen gegründet, die unglaublich sind. Zum Beispiel Bindungshormone. Ich nenne nur das Oxytocin, aber es gibt auch andere. Und diese Bindungshormone sind dafür verantwortlich, dass bei der Geburt, wo das Oxytocin in großen Mengen freigesetzt wird, die Mutter-Kind-Bindung stattfindet. Das Gleiche beim Stillen. Auch hier wird ein Hormon freigesetzt, das die Bindung aktiviert. Und dann gibt es noch einen Moment,
Patient, wo ebenfalls sehr viel Oxytocin gebildet wird. Und wir waren wahrscheinlich die Ersten auf der Klinik bei uns, die das beschrieben haben im humanen Bereich, nämlich beim Orgasmus und beim Geschlechtsverkehr. Hier bildet der Körper beim Mann und auch bei der Frau hohe Mengen Oxytocin, und zwar hier zwischen den Augen, in der Hypophyse, im Hinterlappen, und bindet mehr oder weniger die beiden Menschen zusammen. Und das ignorieren zu wollen oder das letzten Endes zu bagatellisieren, also da fällt einem nur der Spruch von Karl Kraus ein: Wenn die Sonne niedrig steht, dann werfen auch Zwerge lange Schatten. Und das meine ich jetzt auf die Politikerinnen und Politiker, die das nicht wissen. Und darüber hinaus gibt es ja noch in der Evolution andere Aspekte, nicht? Wir wissen, dass beim Homo sapiens Pubertät später eingetreten ist als bei unseren Vorahnen. Also die Kinder kamen erst mit 11, 12 Jahren in die Pubertät und wurden dann erst Flüge, wie wir sagen würden. Die Stillzeit reduzierte sich allerdings beim Homo sapiens, die blieb nicht 6, 4 Jahre, sondern ging auf 2 Jahre zurück, und das bewirkte, dass die Frauen wieder öfter schwanger werden konnten. Und damit bildete sich durch die späte Pubertät und durch die Möglichkeit, relativ rasch nach der Geburt wieder schwanger zu werden, eine Familie. Nicht? Das war der Grund, warum sich eine Familie gegründet hat. Und viele Paläontologen und auch Nobelpreisträger sind dabei, sagen, dass das der entscheidende Punkt war, warum aus einer völlig unwichtigen ostafrikanischen Affenart sich dann der Homo sapiens entwickeln konnte. Denn es war eine Gruppe da, und in dieser Gruppe waren mehrere vorhanden. Da wurde gegeneinander oder miteinander gelernt und auch gestritten. Da hat man sich auf das Leben vorbereitet. Da wurde auch also eine Zuwendung von Seiten der Eltern möglich, was bei den Primaten ja nicht in dieser Form war. Also das alles auszublenden und zu meinen, dass die Familie sei nur ein Konstrukt und wir müssen ein anderes Modell jetzt angehen, das finde ich gerade in Zeiten, wo man bei jeder Banane fragt, wie grün ist sie und wie natürlich ist sie, das finde ich extrem problematisch und eigentlich auch dumm. Sie haben zuvor angesprochen, das Verhalten des Mannes, bevor er Kinder zeugt, und das Leben des Mannes, dass sich das auch sehr stark auswirkt. Ja. Sie schreiben auch darüber, dass vor allem in den Jugendjahren, und also dass man eigentlich ein ganzes Leben lang schon die Spuren oder die Vorbereitung dafür schafft, oder wie sagt man, das Fundament dafür schafft für den zukünftigen Nachwuchs, und das ganze Leben lang diese ganzen Sünden, sagen wir mal, die man anhäuft, sich auch dann auf den Nachwuchs auswirken. Und da beschreiben Sie ja gerade die Phase der Pubertät, wo man halt viele Sünden begeht, beziehungsweise auch vielen Gefahren ausgesetzt ist. Stichwort ja. Pille oder eben Rauchen oder die ganzen Umweltgifte. Was sind denn da Ihrer Meinung nach die größten Gefahren, die da in diesem Alter oder die überhaupt ja in jungen Jahren da lauern, wo man mehr hinschauen sollte? Also es gibt 3 epigenetische Prägefenster, nicht? Also wo das Epigenom unser Genom einfärbt und prägt, nicht? Das erste ist die Schwangerschaft, nicht? Was das Kind während der Schwangerschaft mit der Mutter erlebt, wenn die ersten Ortsgespräche stattfinden zwischen Mutter und Kind, nicht? Das zweite sind die ersten 2 bis 3 Lebensjahre. Hier ist es extrem wichtig, dass die taktilen Reize des Kindes aktiviert werden. Das heißt, das Kind muss so oft wie möglich abgeschmust und gestreichelt werden. Und damit wird es vorbereitet auf die Stresssituationen des Lebens. Und wenn das fehlt übrigens, nicht, dann kann das zu furchtbaren Problemen kommen. Und ich persönlich, das ist allerdings eine Theorie, glaube auch, dass die Desorientierung der jungen Menschen momentan, nicht, also ihre depressiven Verstimmungen, die höhere Suizidrate, obwohl den Jugendlichen es materiell ja so gut geht wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, und trotzdem fühlen sie sich nicht gut, dass das letzten Endes auch eine Folge des Empty-Nest-Syndroms ist, nicht? Die Eltern wollen die Kinder nicht mehr bespaßen. Das mag vielleicht nett klingen, aber es geht ja nicht ums Bespaßen, sondern es geht um die Zuneigung, es geht um die Bindung und es geht letzten Endes auch um das Streicheln und um das Abgeschmust werden. Taktile Reize. Da gibt es viele
arbeiten, die das zeigen. Und wenn das fehlt, weil die Kinder halt woanders dann hingegeben werden, dann hat das meines Erachtens nach Probleme. Und das dritte Prägefenster ist die Pubertät. Nicht? In dem Augenblick, wo die Geschlechtshormone die Hirnareale betreten, nicht? Da wird festgelegt, was ist erotisch, wie begegnet man dem anderen Partner, wie lebt man die Sexualität, nicht? Ist das nur eine völlig unmenschliche koitale Akrobatik oder ist das mehr? Und da müsste man natürlich also den Kindern im Aufklärungsunterricht das auch erzählen oder man müsste ihnen das nahebringen, dass der personale Charakter der Sexualität ein ganz besonderer ist. Nicht nur das Oxytocin, sondern auch die Begegnung, der Begegnungscharakter. Nicht? Und wenn man ihn nur herabwürdigt zu einem koitalen Akt, dann ist das meines Erachtens nach zu wenig. Aber das wird leider im Aufklärungsunterricht überhaupt nicht also thematisiert. Nicht? Also da geht es um die Kondome und um die Größen des Kondoms und um lauter solche Sachen, die vielleicht auch nicht unwichtig sind. Aber die Personalität der Sexualität, die ist meines Erachtens nach von besonderer Bedeutung und die kommt leider im Aufklärungsunterricht extrem zu kurz. Ja, eben nicht nur im Aufklärungsunterricht, sondern eben auch im Unterricht die Aufklärung darüber, was man schon bewirken kann in jungen Jahren, was sich eben später dann sogar auf die Nachkommen auswirkt. Das, also, das weiß ja keiner, aber das wäre ja wichtig. Also ich hätte es gern gewusst. Naja, bei Ihnen ist ohne das vom Phänotyp her alles gut gelaufen, aber es gibt ja ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel das Übergewicht des Vaters. Nicht? Das Übergewicht des Vaters vor der Zeugung geht dann oft an das Kind über. Das heißt, man müsste den jungen Menschen sagen, wenn ihr wirklich eine Familie gründen möchtet, dann lebt beide gesund. Nicht? Und meidet zum Beispiel das Übergewicht, meidet fettreiche Nahrung, nicht? Betreibt Sport und Bewegung, meidet letzten Endes auch Stresssituationen, die euch belasten und wo ihr dann bei der Zeugung auch noch belastet seid. Also diese Dinge, die die moderne Medizin heute auf den Tisch legt, die müsste man auch den jungen Menschen sagen. Denn die Dinge, die wir erleben, die begleiten uns und es ist letzten Endes ja der Geist, der unseren Körper formt, nach Schiller. Aber inwiefern wird das weitergegeben? Können Sie da ein Beispiel oder ein paar Beispiele geben, wie sich gewisse Handlungsweisen, sage ich in jungen Jahren oder auch rund um die Zeugung, auswirken dann auf die Nachkommen, wie das Leben bringt? Ein ganz berühmtes Zeugnis, aber nur pars pro toto, ist die Tatsache, dass die Fettleibigkeit bzw. die Schlankheit, die wird letzten Endes auch bei der Zeugung schon mitbestimmt. Nicht? Wenn der Zeugungsakt eher in kälteren Bedingungen stattfindet, dann bekommt über die MikroRNA wahrscheinlich oder über die Genetik das Kind den Befehl über die Keimzellen, dass es das weiße Fett mehr in das braune Fett umwandeln soll, um sich damit vor der Kälte zu schützen. Und deswegen bleiben die Kinder dann eher schlank. Nicht so, dass diese Publikation in Science, es war in Nature Medicine, mehr oder weniger fast geschlossen hat, wenn ihr oder wenn Sie ein Kind zeugen möchten, das schlank ist, dann ziehen Sie sich auf eine Skihütte zurück, wo es kalt ist und zeugen Sie. Also solche Dinge beeinflussen sogar schon unser Leben. Und man weiß ja, das ist ja in der Natur auch so, nicht? Viele Tierarten und so weiter sind auch von der Temperatur abhängig, nicht? Aber natürlich auf der anderen Seite auch Stresssituationen, auch Belastungen, nicht während der Schwangerschaft, aber auch schon wahrscheinlich bei der Zeugung, gehen dann auf das Kind weiter. Und insofern hat man tatsächlich als Eltern auch eine Verantwortung. Nicht? Natürlich wird man niemanden diskriminieren, wenn er da einen Fehler gemacht hat. Nicht? Aber dass hier eine Verantwortung wahrzunehmen ist, das sollte man schon auch sagen dürfen. Ich habe vorher kurz auch die Pille angesprochen, auch darüber schreiben Sie. Das ist ja was, wie, sagen wir mal, Bonbons verteilt wird. Unter den Jugendlichen ist es ja heutzutage fast normal. Und man gibt es ja jetzt nicht nur zur Empfängnisverhütung, sondern auch für das Hautbild, gegen Akne. Also man tut ja fast so, als wäre das jetzt so, ja, ist halt so eine Lappalie. Wobei das ja auch extreme Auswirkungen haben kann. Vor allem, wenn man es dafür gibt oder dafür verschreibt, um den Zyklus regelmäßig zu machen. Nicht? Wenn der Zyklus unregelmäßig ist oder die Frau gar keinen Zyklus hatte, dann heißt das, dass der Eierstock eher in einer Ruhephase sich befinden. Und dann die Pille, die den Eisprung unterdrückt, die Eizellen oder die Eierstöcke supprimiert, die Pille zu verschreiben in so einer Situation, das ist meines Erachtens nach völlig unrichtig. Und das ist sicher auch ein großer Fehler. Denn natürlich bekommt
die junge Frau, die vorher zum Beispiel keine Blutung oder unregelmäßige Blutungen hatten, die bekommt dann schon die Blutung, aber das ist nicht ihre Blutung, das ist eine Pillenblutung. Auch die Großmutter hätte die Blutung, wenn sie die Pille nimmt, nicht? Und in Wirklichkeit unterdrückt man dann die Eierstöcke. Und das, was daraus resultiert, ist das sogenannte Frozen-Ovary-Syndrom, nicht? Also eingefrorenes Ovar. Und das wird oft mit dem PCO auch verwechselt, was es ja nicht ist. Man muss natürlich schon sagen, auf der anderen Seite, es ist keine Frage, dass es wichtig ist, dass die Frau die Sexualität und die Reproduktion in ihre eigene Hand nimmt und nicht vom Mann abhängig ist, nicht? Und ich glaube schon, dass die Pille auf der einen Seite zur Emanzipation der Frau entscheidend mit beigetragen hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das goldene Maß, über das ich auch manchmal reflektieren durfte, das goldene Maß auch hier das Wichtigste, nicht? Man muss es dann geben, wenn eine Empfängnisverhütung notwendig ist, und man muss auch die Kinder oder die Jugendlichen, nicht, beraten, wann die Pille auch Nebenwirkungen haben kann. Und das wird meines Erachtens nach im Aufklärungsunterricht auch nicht getan. Sie haben vorher den Stress gerade noch erwähnt, dass das eben auch Auswirkungen hat. Wie ist das jetzt, wenn man daran denkt, wie es so die letzten Jahre gesellschaftlich ist? Ständig Ausnahmesituationen, Panik, Krieg, Notstand, Gesundheitskrisen, was auch immer. Wie kann sich das denn auswirken, oder wie glauben Sie denn, dass sich das jetzt ausgewirkt hat auf die Nachkommen, die in dieser Zeit gezeugt wurden oder geboren wurden? Naja, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Nicht, das kann man noch nicht genau vorhersagen. Aber wir haben ein extremes Beispiel, das also wahrscheinlich mit der heutigen Zeit nicht vergleichbar ist. Aber es ist ein Beispiel, wo man Daten hat, nämlich der berühmte Winter in Holland, wo also das Dritte Reich die Gegend mehr oder weniger verbarrikadiert hat und eine extreme Hungersnot dort ausgebrochen ist. Nicht? Und Frauen, die damals schwanger waren, haben dann mit ihren Kindern wirklich große Probleme gehabt. Das geht noch über Generationen. Und deswegen weiß man sehr wohl, dass also solche Situationen sich extrem ungünstig auswirken können. Wobei natürlich die momentane Situation nicht vergleichbar ist mit der damaligen, das muss man dazu sagen, nicht. Aber was die derzeitige Weltsituation dann auch für das kollektive Bewusstsein der Menschen in den späteren Generationen bedeutet, das wird man sehen. Eine Auswirkung hat es sicher. Was Sie ja auch erwähnt haben, ist, dass in Stresssituationen oder bei Belastungen auch weniger Männer geboren werden. Steuern wir vielleicht auf eine Feminisierung der Gesellschaft hin, wenn man jetzt so die ganzen Krisen anschaut? Naja, das ist ein interessantes Phänomen, das tatsächlich also mit der Überlebensstrategie offensichtlich der Evolution zusammenhängt. Aber man hat das beobachtet. Und man weiß auf der anderen Seite natürlich auch, dass der weibliche Embryo viel resistenter ist und viel mehr erträgt als der männliche Embryo. Das sieht man auch bei den frühesten Frühgeborenen. Also die Mädchen schaffen das viel besser durchzukommen als die Buben. Und das mag einer der Gründe sein. Faktum ist sicher, dass das Spermiogramm der Männer, also die Anzahl der Spermien, graduell abnimmt. Die Männer sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Das Sperma wird immer schlechter, und das hat natürlich viele Ursachen, und das ist sicher auch eines der Gründe, warum es zu Fertilitätsproblemen kommt. Also wie ich begonnen habe zu arbeiten, wenn ein Ehepaar kein Kind bekommen hatte, war in 80% also die Ursache bei den Frauen. Heute ist es 50-50, nicht? Also die Männer rücken da auf, und es ist wirklich also die Spermaqualität und auch der Mann, der offensichtlich an reproduktiver Kraft einbüßt. Was sind da die Erklärungsansätze? Warum ist das auf einmal so? Naja, das gibt es viele Erklärungsmodelle. Nicht ein sehr verlässliches Erklärungsmodell ist zweifellos das, dass es Umweltsubstanzen, also Düngemittel, Pestizide, vor allem Weichmacher, gibt, die eine hormonähnliche Wirkung haben. Und diese hormonähnliche Wirkung, die beeinflusst natürlich die Spermatogenese. Man weiß das aus dem Tierbereich nicht, also dass
Tiere, die in der Nähe von großen Flüssen, wo Abwasser enthalten sind, leben, dass die auch ihre Geschlechtsidentität fast verändern. Die Geschlechtsmerkmale ändern sich. Und dazu kommt noch ein weiterer Punkt, der auch sehr interessant ist, nämlich in der 12. bis 14. Woche der Schwangerschaft bekommt das Kind noch einmal so quasi eine Präpubertät, eine Mini-Pubertät, bevor dann später die wirkliche Pubertät kommt. Das heißt, die Mutter gibt dem Kind noch einmal einen Hormonimpuls. Wenn es ein Bub ist, also XY-Chromosom, bekommt der Bub einen Testosteronimpuls, beim Mädchen einen Östrogenimpuls. Und wenn das aber gestört wird, dass durch das Ambiente, zum Beispiel durch das Environment, nicht durch die Toxine, durch die Xenosteroide, die haben einen eigenen Namen, dann kann diese große Problematik auftreten, die wir jetzt in der Geschlechtsidentität haben, dass man dann nicht mehr weiß, welchem Geschlecht man zugehörig ist. Eine Sache, die Sie ja da auch, über die Sie auch ab und zu immer wieder schreiben, die aber nicht gern erwähnt wird, sagen wir jetzt öffentlich, man spricht nicht gern darüber, das passt jetzt sehr gut dazu, ist auch die steigende Impotenz bei den Männern. Das ist richtig. Also das ist natürlich auch ein hormonelles Problem, nicht? Und das könnte damit auch schon zusammenhängen. Also ich erlebe das fast täglich, dass dieses Problem thematisiert wird und das hängt sicher mit den Xenosteroiden zusammen, also mit den Hormonen, die in der Umwelt auf uns lauern. Das war vor längerer Zeit ein Artikel im Lancet mit dem Titel "Wir alle schwimmen in einem Ozean von Östrogenen", also von künstlichen, von Xenoöstrogenen. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann beeinflusst das natürlich auch die Libido und auch die Potenz. Es wird ja immer, also die Gründe, die ich so lese, sind ja immer vor allem im Stress, werden ja immer im Stress gefunden, im Dauerstress, Handy, einfach dieses ständige immer wach sein, nicht abschalten können, dass das ganz stark auch wirkt auf. Das kann natürlich auch eine Ursache sein, nicht? Das ist sicher polyetiologisch, aber ich glaube schon, dass die hormonelle Umweltbelastung ein großes Problem ist, das momentan auch zu wenig thematisiert wird. Das führt uns zum Thema Unfruchtbarkeit. Sie haben es vorher auch schon angesprochen. Das wird ja eben ein immer größeres Thema. Bekommen Sie das auch in Ihrer Arbeit mit? Das ist das tägliche Brot, nicht? Und man hat auch hier den Eindruck, und das sieht man ja an der steigenden Frequenz der Fertilitätszentren und ihrer Patientinnen, dass das zunimmt, nicht? Und natürlich beim Mann, aber auch bei der Frau. Einerseits ist es auch damit bedingt, aber nicht nur, dass Frauen erst später entscheiden, schwanger zu werden. Nicht? Sie möchten zuerst ihren Beruf etabliert haben, nicht? Und dann haben sie mit 35, 36 Jahren den Kinderwunsch. Und da wird das von der Natur dann schon oft schwieriger als mit 20. Das ist sicher einer der Gründe, aber nicht der einzige. Zweifellos ist der Stress, zweifellos ist die Belastung, aber auch noch einmal gesagt, das hormonelle Environment, die Veränderung der Hormonsituation in der Umwelt ein Problem. Sie waren ja dann, also die künstliche Befruchtung ist ja die Antwort, die steigende künstliche Befruchtung auf die steigende Unfruchtbarkeit. Und das war ja jetzt nicht immer nicht kritisch betrachtet, sagen wir jetzt mal. Sie haben damals im Jahr 2000 oder Anfang 2000 war das Leiter der Bioethikkommission der Bundesregierung dieses Verfahren der künstlichen Befruchtung gegenüber Kritik auch verteidigt. Wie sehen Sie denn das heute? Weil sie ist ja dieses Verfahren oder überhaupt die künstliche Befruchtung ist ja enorm weiterentwickelt worden und nimmt ja teils erschreckende Ausmaße an. Stichwort Designerbabys. Ja. Was sagen Sie da heute dazu? Naja, auch hier ist das richtige Maß ein wichtiges Wort. Wissen Sie, wenn man Frauen begegnet, die schwanger werden wollen und nicht schwanger werden können, dann ist man natürlich verständlicherweise bemüht, alles zu machen, dass die Frau schwanger wird. Das ist der Job des Gynäkologen, nicht? Und insofern war die In-vitro-Fertilisation sicher ein Weg, wo viele Kinder möglich geworden sind, die vorher nicht möglich wurden, nicht? Natürlich kann alles ausufern, nicht? Und auch das kann ausufern, dass man zum Beispiel durch die MikroRNA, die man in die Zygote hinein initiieren kann, könnte man schon also den Homo sapiens in seiner Speziesart verändern. Also da müsste die Bioethik der kommenden Jahre sich noch viel den Kopf zerbrechen, nicht? Aber an sich einer Frau zu verhelfen, dass sie ein Kind bekommt, das halte ich nach wie vor für gut.
Sie haben da jetzt gerade was angesprochen, was Sie auch in Ihrem Buch etwas näher beschrieben haben, die Anatomie des Schicksals. Da lese ich jetzt eine kurze Stelle vor. Da geht es nämlich eben um die Beeinflussung, die man machen kann bei der künstlichen Befruchtung. Ja. Und zwar würden Forscher vielen Menschen eine Mikro-RNA der Ängstlichkeit injizieren, würden sie quasi Staatsbürger schaffen, die kaum Aufstände oder Revolutionen anzetteln würden. Angenommen, jemand plant eine Diktatur, nicht gleich, aber in ein paar Jahren, vielleicht in 20 Jahren. Eine Diktatur der Digitalisierung werden wir ohne dies haben. Was es braucht für eine stabile Diktatur ist weit verbreitete Furcht. Das Zittern der Menschen vor allem vor der Obrigkeit, den Aufsichtsorganen, dem System. Wer Angst hat, kuscht. Wer sich nicht traut, schweigt. Es gibt keinen Widerstand, weil er Mut voraussetzt, aber niemand Mut hat. Es bräuchte dann nur Ärzte, die entsprechende Mikro-RNA bei der künstlichen Befruchtung beimengen. Schon hätten sie Angst in die Welt gesetzt, schon hätten sie eine Gruppe von Angsthasen gezüchtet, die ihrerseits wieder Angsthasen hervorbringen würde. Wären die ersten paar tausend Babys einmal mit dem Gift der Angst infiziert, gäbe es kein Zurück mehr. Der Prozess wäre irreversibel. Klingt ziemlich erschreckend, heftig. Das war vor Jahren, aber hat sich eigentlich nur bewahrheitet, nicht, dass das technisch möglich ist. Denn es gibt so kleine Nanopartikel und in diese Partikeln können Sie die RNA inkapsulieren, also so in Kapselform. Und dann, und das ist eine Publikation vor kurzem, könnten Sie das über die Luft auch mehr oder weniger freisetzen, nicht? Das wird über die Atemwege aufgenommen und das ist quasi eine Impfung über die Luft. Und das ist auch gedacht, dass in Gegenden, wo man also mit der Injektion nicht impfen kann, man einfach über das Flugzeug diese verkapselte Mikro-RNA über die Bronchien dem Körper zuführt. Und wenn man dann natürlich RNA-Stücke verwendet und man weiß ganz genau, welche RNA-Stücke zum Beispiel für die Psyche verantwortlich sind, nicht? Und man gibt die hinein und macht flächendeckend hier eine Impfung von oben quasi, nicht? Dann ist der Ameisenstaat tatsächlich da. Also ich glaube, dass das, was ich vor Jahren geschrieben habe, dass sich das eher mehr bewahrheitet jetzt durch die neue Technologie, als dass es relativiert wäre. Auf jeden Fall, ja. Das habe ich auch so gesehen, aber eben da ist es ja darum gegangen, um die künstliche Befruchtung. Aber Sie sagen ja jetzt, eigentlich braucht man die jetzt gar nicht mehr. Ja. Das ist viel zu viel Arbeit für etwas, was man einfacher machen kann. Das ist richtig, ja. Jetzt sprechen wir über einen Machtmissbrauch einerseits von, wie Sie ja vorher sagten, grundsätzlich ja legitimen Wünschen, dass man zum einen Kind bekommt, das eine mit der künstlichen Befruchtung, das andere ist eben dann die Weiterentwicklung dieser ganzen Beeinflussung über Luft und so weiter. Ja. Und dann haben wir ja auch gesprochen eben über die gentechnischen Veränderungen. Was sehen Sie denn überhaupt jetzt abseits von dem, was Sie gerade beschrieben haben, für Gefahren in dieser ganzen Sphäre, sage ich mal, die wir da jetzt aufgemacht haben? Naja, auch da könnte man abendfüllend reden, nicht? Wobei natürlich die Genscheren gar nicht so sehr also das große Problem ist, sondern es ist eher die Tatsache, dass die Regulation der Gene sehr leicht über diese RNA-Biologie manipuliert werden kann, nicht? Aber eine Gefahr, die wir noch nicht thematisiert haben und die ich auch glaube, dass die wichtig ist, ist das, was ein berühmter Mann, nämlich Tocqueville, schon vor 200 Jahren gesagt hat, wie er Amerika bereist hat. Er hatte damals gemeint, Amerika ist ein freies Land, aber er fürchtet, dass in dieser Freiheit sich Gruppen bilden und diese Gruppen dann als Minorität majorisieren. Und ist dann von einem amerikanischen Präsidenten auch mit dem Spruch aufgenommen worden, nämlich von Franklin: Nur der gute Mensch ist zur Freiheit fähig. Also wenn er nicht gut ist, dann pervertiert er die Freiheit. Und das große Problem, das ich momentan sehe, ist, dass es eine inverse Demokratie, so wie Tocqueville das gemeint hat, dass sich die anbahnt. Nämlich insofern invers, dass nicht mehr die Gewählten die Verantwortung haben durch die Wahl und die auch wieder abgewählt werden können, dass die das letzte Wort haben im Staat, sondern Gruppen, die von unten kommen und die so viel Druck machen, dass die da oben gar nicht anders können, als dass sie das eben tun, was von unten ihnen vorgegeben wird. Also es ist eine Demokratie, die nicht mehr auf Wahlen beruht, sondern oder die Repräsentanten sind nicht mehr gewählt, sondern es ist ein Druck, der von den Nichtgewählten, von der
Basis getätigt wird. Und da kommen natürlich auch noch die epigenetischen Prägungen auch dazu, die in der Bevölkerung natürlich unterschiedlich ist. Und wenn sich dann eine Gruppe mit einer spezifischen epigenetischen Prägung bildet und die macht extrem vielen Druck nach oben, dann ist das meines Erachtens nach ein großes gesellschaftliches Problem. Wobei ich als Gynäkologe natürlich oder als auch Arzt, der sich mit der Evolution beschäftigt, weiß, dass einerseits der freie Wille auch sehr limitiert ist. Also so, dass wir alles machen können, wir sind limitiert. Es gibt ihn schon, da bin ich überzeugt, aber er ist limitiert. Und es gibt auch in der Gesellschaft nicht die absolute Unvoreingenommenheit. Das gibt es auch nicht. Also es ist jeder Mensch epigenetisch programmiert und in dieser epigenetischen Programmierung macht er dann seine Dinge. Er interpretiert die Welt von seiner Sicht. Das gilt für die Redakteure einer Zeitung, genauso wie für die Journalisten von Leitmedien, aber das gilt natürlich auch für Politiker und das gilt auch für Richter. Nicht? Auch Richter sind nicht also völlig unabhängig. Sie versuchen es, more or less, nicht? Und sie machen das Beste, das sie können, aber sie haben auch eine epigenetische Prägung. Und in dieser Prägung nicht aktiv, sind sie dann aktiv. Und das ist meines Erachtens nach ein Problem, das auch viel zu wenig angegangen wird und auch zu wenig diskutiert wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel einen Vortrag halten bei einem Kongress, müssen wir ein Dia vorschicken, wo drauf steht, mit welchen Firmen, mit welchen Pharmafirmen wir je zusammengearbeitet haben. Nicht? Es wäre natürlich auch interessant, wenn die Redakteurinnen und Redakteure, die der österreichischen Bevölkerung die Politik erklären, wenn die auch so eine Tafel hätten und sagen, ich habe zum Beispiel mit der oder jener Firma zusammengearbeitet, ich bin bei einer Befragungsfirma aktiv gewesen, die demoskopisch aktiv war. Also das würde uns ja alle interessieren und könnte auch die Interpretation der Stellungnahmen des Kommentators dann erhellen. Also da glaube ich, dass jetzt unabhängig von der richtigen Biologie auch einiges eine Diskussionsnotwendigkeit wäre, weil auch hier die Epigenetik und die RNA-Biologie über das Hintertürchen hineinkommt. Aber inwiefern könnte man kann ja das nicht ausweisen, seine eigenen Prägungen, ich sage mal, man kennt sie ja selbst oft gar nicht. Inwiefern kann man denn da dieses Problem lösen? Weil jeder hat ja seine Beeinflussungen. Es gibt eben nicht das unbeschriebene Blatt, das ist klar. Aber man muss es wissen, man muss es wissen, man muss es auch thematisieren und man muss offen sein in der Diskussion, dass man selbst auch eine Prägung hat, die man möglicherweise relativieren soll. Also das ist schon, diese Einstellung ist meines Erachtens nach schon wichtig. Und das Zweite wäre natürlich, dass das, was wir Mediziner machen, dass man das natürlich auch in anderen Berufen tun sollte, nämlich die Offenlegung von Prägungen, die man durchgemacht hat und die man auch im beruflichen Werdegang mehr oder weniger findet. Was Sie da wahrscheinlich oder zumindest vorher ganz sicher angesprochen haben bezüglich Minoritäten, die da Druck nach oben machen, ist die Gender-Debatte beziehungsweise diese ganz Transgender-Debatte, wo Sie ja stark auch dagegen steuern und sagen, das sind Minoritäten, die eben sehr laut sind. Gerade Sie als Begründer der ersten und einzigen Ambulanz für Transmenschen in Österreich müssen das besonders gut wissen. Was ist da Ihre Kritik an dieser aktuellen gesellschaftlichen Debatte? Naja, schauen Sie, es gibt nur zwei Geschlechter, nicht? Es gibt viele Mischformen und diese Mischformen muss man akzeptieren und denen muss man auch helfen. Wobei die chromosomale Identität nicht immer dann mit der Befindlichkeit, wie man sich fühlt, übereinstimmen muss. Also wenn hier Menschen Beschwerden und Probleme haben, dann muss man ihnen helfen. Da bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass man das tun soll. Was man aber nicht tun soll, ist, dass man dafür Werbung macht, denn die Umwandlung der Geschlechter, das ist kein Sonntagsspaziergang. Das ist mit so vielen Problemen verhaftet. Und wenn man dann Vereine unterstützt, wie das die österreichische Regierung macht, mit 300.000 Euro, wo man mehr oder weniger möglicherweise in die Kindergärten gehen, in die Schulen und dort den Kindern sagen, was sie machen können, um ihr Geschlecht zu ändern, dann halte ich das wirklich dekadent. Und zwar deswegen, weil man die Kinder dann in eine Sackgasse führt, nicht, die also furchtbar ist, auch vom medizinischen Layout. Also das ist das, was
ich hier als unrichtig empfinde. Und dazu stehe ich auch, wobei ich natürlich grundsätzlich immer der Meinung war und nach wie vor bin, Menschen, die hier Schwierigkeiten haben, denen soll man helfen, man darf sie nicht diskriminieren. Sie sprachen jetzt eben von biologischen Tatsachen, da würden Sie schon bei einigen auf Kritik stoßen, weil das darf man ja auch kaum sagen, dass es zwei Geschlechter gibt und das eine biologische Tatsache ist. Sie schreiben da aber auch viel darüber, vor allem über die Unterschiede zwischen Mann und Frau, dass die eben nicht sozial konstruiert sind, sondern dass die auch biologisch ganz klar nachweisbar sind. Können Sie da ein paar Beispiele geben? Ja, schauen Sie, die Frau hat 1000 Gene mehr als der Mann, nicht? Das wissen diese Leute ja gar nicht. Und man kann diese 1000 Gene nicht verändern, wenn man auf Standesamt geht, so wie die deutsche Regierung das vorhat, und das Geschlecht ändert. Es wird ein Drittel aller Gene, also in etwa 6500, werden bei der Frau anders reguliert als beim Mann. Das kann man ja auch nicht ändern am Standesamt, nicht? Also man kann möglicherweise den Namen ändern und sagen, nein, ich bin jetzt kein Mann mehr, sondern ich bin eine Frau. Aber all diese Dinge sind nicht regelbar, auch nicht mit einer Hormonbehandlung. Und das reduziert natürlich nicht die Hilfsbereitschaft, die man nach wie vor haben muss. Aber zu glauben, dass man damit wirklich aus einem Mann eine Frau machen kann, also das grenzt an grenzenlose Dummheit. Was hat denn diese Gleichmacherei Ihrer Meinung nach dann für Auswirkungen? Weil eigentlich ist ja so, man will ja eigentlich gar keine Geschlechter mehr haben. Das ist ja so, kommt mir vor, das Ziel. Also es sollte ja auch nicht unbedingt der Mann zur Frau werden oder so. Das ist so ein Nebenschauplatz. Eigentlich sollen ja die Geschlechter ausgemerzt werden und das ist halt einfach neutral, weil so ein Elternteil und zwei Elternteile und nicht mehr Mutter, Vater wird ja auch, ist ja auch so festgeschrieben worden. Was glauben Sie denn, was das für Auswirkungen hat, wenn man einfach die Weiblichkeit und die Männlichkeit abtrainiert? Ja, desaströse. Denn Sie müssen sich vorstellen, das hat die Evolution mit 230 Millionen Jahren zusammengebastelt. Also 230 Millionen Jahren, das ist kein Peanuts, kein Zeitlicher. Und das hat die Evolution verwendet, um die Zweigeschlechtlichkeit als Erfolgsmodell der Erhaltung der Art zu etablieren. Und es ist ein Erfolgsmodell, weil es ermöglicht, dass zwei unterschiedliche Genome sich in einem dritten vereinen und dieses dritte eine Anpassungsmöglichkeit hohen Ausmaßes an die Umwelt hat, nicht? Das hat ja einen Grund, warum es zwei Geschlechter gibt, nicht? Und wenn man das jetzt nivellieren möchte, dann ist das natürlich nicht gerade das Gelbe von Ei und kann zu einer Relativierung letzten Endes auch der Fortpflanzung führen. Das ist keine Frage. Also abgesehen von den menschlichen Zuneigungen, nicht? Von den Bindungsmechanismen, die verloren gehen. Also die Kaltblütigkeit, das innerhalb von 10 Minuten am Standesamt zu ändern, was die Evolution mit mehr als 200 Millionen Jahren gemacht hat, diese Kaltblütigkeit, die fehlt mir. Es ist ja vor allem eben diese Urweiblichkeit, aber auch die Urmännlichkeit, die so als Feindbild ein bisschen dargestellt wird. Gerade so die Weiblichkeit ist immer so das, wo man das gilt eher so als schwach und das will man eigentlich jetzt nicht mehr sein. Die Frauen heutzutage sollen das jetzt nicht mehr unbedingt sein. Gehört auch die Mutterschaft und so dazu oder die bewusste Mutterschaft. Also man gleicht sich da halt eher so dem männlichen Ideal an, vor allem der Erwerbsarbeit und so, dass man jetzt sagt, ja, alles sieht gleich und das Urweibliche, Urmännliche ist nicht gut. Sie schreiben aber vor allem in Ihrer Profession ganz klar für das Urweibliche sehr stark, schreiben sehr stark dafür und ermutigen die Frauen da viel mehr zu ihrer Weiblichkeit zu stehen. Ist sehr schön zu lesen als Frau, dass man sowas auch wieder mal hört und liest. Ja. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie da die Frauen ermuntern? Ja, weil der weibliche Körper ein Wunderwerk ist. Der Mann kommt an das gar nicht heran. Sie müssen sich vorstellen, wie vermehren sich die Fische? Die legen irgendwo einen Laich ab und geben dem männlichen Artgenossen die Fähigkeit oder die Möglichkeit, im Vorbeigleiten eine Spermawolke zu deponieren. Also unerotischer kann das große Werk der Fortpflanzung nicht stattfinden. Reptilien und Vögel legen irgendwo ihre Eier und dann bratet sie oft nur schon die Sonne aus. Und dann vor diesen 230 Millionen Jahren hat Mutter Natur gesagt, wir ändern das. Wir werden die Weitergabe des Lebens von außen in das Innere eines anderen Lebewesens leben. Und das sollte später den Namen Eva bekommen. Eva, die Frau. Und damit ist ein neues Erdzeitalter angebrochen gewesen. Das Erdzeitalter des Mamiozäns oder wir würden sagen der endokrinen Innenpolitik. Ortsgespräche plötzlich zwischen Mutter und Kind. Und dafür hat die Eva
von der Evolution ein völlig neues Immunsystem bekommen. Das hat der Mann nicht. Das muss ja das Kind ertragen, das teilweise vom Vater ist. Ein völlig neues Herz-Kreislauf-System, nicht? Das Herz von Eva hat mitunter für zwei zu schlagen, für sich selbst und für das Kind, nicht? Ein neues Stoffwechselsystem. Also, das wissen diese Leute ja alles nicht, nicht? Und deswegen glaube ich, sollte man den Unterschied nicht aufheben. Denn dieses Wunderwerk Frau ist eigentlich so toll, wenn man das nivellieren möchte. Also, das wäre eigentlich etwas gegen die Frauen. Das ist ein Punkt. Das andere ist, was wir vorher schon mehrmals gehabt haben, dass halt gerade bei linken Ideologien immer alles gerne als soziales Konstrukt dargestellt wird. Also eben biologische Tatsachen halt einfach weggewischt werden. Und im Grunde ist ja alles sozial konstruiert. Ja, das sind völlig unbelesene Menschen. Also was soll man mit denen reden? Ja, es geht ja sogar so weit, dass sogar der Mutterinstinkt scheinbar in Frage gestellt werden soll. Die Soziologin Christina Mundlos hat im Zuge der Debatte von Regretting Motherhood, wird Ihnen wahrscheinlich was sagen, Mütter, die die Mutterschaft bereuen, erkannt, dass man eben an den vielen bereuenden Mutterbündern sehen würde, dass der Mutterinstinkt nicht angeboren sei, sondern sozial konstruiert. Also Ihre Fachmeinung dazu? Der Mutterinstinkt hängt mit Neurotransmittoren im Kopf zusammen und mit dem Östrogenspiegel, der im dritten Trimenon gebildet wird vom weiblichen Körper. Also das kann man ja messen und man kann das mehr oder weniger beweisen. Das ist eben der Nachteil unserer Gott sei Dank liberalen Gesellschaft, wo jeder alles sagen kann, nicht? Und ich würde das eher unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit als unter dem Aspekt der Richtigkeit oder der Intelligenz einstufen. Jeder alles sagen würde, ich bezweifle. Da haben Sie auch wieder recht, es ist eine neue Inquisition am Werk, aber die richtet sich nicht gegen das, was Sie gerade gesagt haben. Genau, in diese Richtung, da darf man alles sagen, ja. Das stimmt. Gut, dann wenden wir uns jetzt zum Abschluss noch den positiven Dingen zu. Und zwar möchte ich da noch kurz über die Erkenntnisse vom Buch Das Gesetz des Ausgleichs sprechen. Sie belegen darin mit 9 Studien aus Medizin und Biologie, dass gut zu sein, gesund und jung hält und böse zu sein, Folgen im Hier und Jetzt hat und nicht erst im Jenseits. Ja. Ist das für uns vielleicht jetzt abschließend, nachdem wir so viel negativ auch gesprochen haben, ein gewisser Trost oder eine gewisse Befriedigung, dass die bösen Menschen doch noch in ihrem Leben bestraft werden? Da gibt es eine gute Arbeit, die ich Ihnen vielleicht zum Schluss auch noch präsentieren darf, die vor kurzem erschienen ist, nämlich Menschen, die ununterbrochen mit ihren Nachbarn streiten, leben kürzer. Also wenn man die Möglichkeit hat, eher friedlich zu leben, dann hat man auch etwas für seine Gesundheit getan und dann lebt man wahrscheinlich auch länger. Und das soll vielleicht auch das Motto unseres heutigen Gespräches sein für alle, die zuhören und zusehen. Wunderbar, dann hoffen wir, dass es alle beherzigen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich.